people, it is tea time. Get your teacups out and let's spill the tea together. Heutiges Tea Time ist ein bisschen ernst, okay? Ich will jetzt kein Spielverderber oder irgend so sein oder God forbid Moralapostel, das bin ich. No. Ich? No. Nee. Aber da es sozusagen so ein bisschen in meinem Leben intertwined, ihr kennt das doch, wenn etwas euch anspricht, dann seid ihr ein bisschen mehr sensibler gegenüber als andere Menschen. Ich wollte schon so ein ähnliches Video seit langem machen, aber ich hatte noch nicht ein richtiges Beispiel oder so generell. Und das ist halt jetzt perfekt. Ich war letztens auf einer Schule, weil Google hat ja eine Kampagne, die heißt Nicht Egal. Und es geht um Respekt und Toleranz und Anti-Mobbing und so weiter. Und als ich halt die Schule besucht habe, habe ich halt mich in klein in vielen von den Leuten wieder gesehen. Und es hat mich daran erinnert, wie schwer die Schulzeit für viele sein können und wie, was für ein Albtraum das für viele ist. Und für mich auch, weil es geht halt generell um Mobbing. Wir gehen erstmal in die Story rein. Es geht heute um dieses Mädchen. Die heißt, glaube ich, Maria. Ich nehme an, weil so heißt ihr YouTube-Channel. Ich blende jetzt nicht das Video ein oder so. Sie ist so am Anfang von viral gehen gerade. Also man sieht jetzt schon, die ersten Reactions kommen raus zu ihrem Video. Und die eskalieren richtig. Und die Views auf ihren Videos sind auch hoch. Also es kann schon sein, dass es jetzt so ein Trend sein wird. Aber bevor es so dahin kommt, möchte ich mal so ein paar Sachen ansprechen. Als ich in der Schule war, war es zu einer Zeit, wo Social Media noch nicht existierte. Und generell war das schon sehr schwierig mit Mobben und so weiter. Und wir sagen mal Ammunition für Mobben, weil es muss immer Ammunition geben. You know? Bei mir war das, ich war dick. Und ich war der kleine schwule Asiate. So, you know? Da gab es Ammunition und da konnte man schön rummobben und das haben die Mobber schon genossen. So, ne? Aber mittlerweile habe ich gemerkt, weil ich hatte noch diesen Übergangsphase mitgekriegt, wo es dann so MySpace, Facebook und Social Media gibt. Damals war das Friendster, glaube ich. Und da war ich, glaube ich, noch in der 10. Klasse. Dadurch hatte man so diese Ammunition, was die Person gepostet hat, Aber das war noch nicht so in, aber man sagt, hat sogar darüber geredet. Hast du das Bild gesehen? Und heutzutage gibt es dann auch noch YouTube, wo man Videos hochladen kann und so weiter. Ich meine, in Erwachsenenalter, ich bin selber guilty. Ich kann nicht sagen, I'm the holy man. Ich bin, oh, you know, people, I'm tea, what do you want? You know, I'm a bitch. Ich schicke auch manchmal so Videos von Leuten zu meinen Freunden und ich sag so ganz ehrlich, ist es ihr Ernst, sowas? Oder solche Sachen, aber diese Menschen sind erwachsen und die sollten besser wissen, als sowas zu posten, you know? Es gibt einen Unterschied, wenn wir lästern über Leute, die schon älter sind und Kinder. Was ich meine, ich verstehe ja den lustigen Angle davon. Ich meine, man lacht ja, wenn so ein Kind so komische Sachen macht und so, weil, ich weiß nicht, man lacht einfach. In dem Moment denkt man auch nicht, dass es jetzt gemein oder so ist. Ich meine, ich habe jetzt auch schon auf ein paar Reactions so kleine Mädels, so Next Level schminken, so komplett ausgelacht. Und ich dachte mir so, oh my God, I'm such a bad person. Aber in dem Moment, wo ich gelacht habe, ist es so, ich habe es nicht böse gemeint. So. Aber anyways, diese Maria, die ist halt ein bisschen viral gegangen, indem sie halt Videos hochlädt, wo sie meiner Meinung nach sozusagen ihre Idole nachmacht. Zum Beispiel, sie guckt jetzt YouTubern oder so, die hat dann zum Beispiel Fanpost-Unboxing gemacht und zum Beispiel in einem Video hat sie dann, mein Freund kauft mir 6 verschiedene Sachen Unboxing gemacht. So die klassischen Sachen, was Leute im Social-Media-Bereich machen. Und in diesem einen Video zeigt sie sozusagen, dass ihr Freund ihr Leggings kauft, was sehr, sehr, sagen wir mal, unwahrscheinlich ist, wenn man 11 oder 12 ist. Also ich habe mir das angeguckt und ich dachte mir so auf eine Seite so, oh my God, what? Like, how bizarre is this? Aber auf einer anderen Seite habe ich mir das so vorgestellt. Wie kam es zu, dass dieses Kind diese Videos machen wollte oder so das Gefühl hatte, sie musste es machen oder you know what I mean? Weil ich meine, es ist jetzt unwahrscheinlich, dass ein Mädchen, die halt jetzt ein paar Videos hochgeladen hat, Fanpost kriegt zum Beispiel. Oder dass sie jetzt mit 11 einen Freund hat, der ihr Leggings kauft. Sagen wir mal so, ne? Auch wenn es stimmen würde. Wir reden jetzt mal, es stimmt nicht so. Was ich halt gemerkt habe, es geht halt um den Druck, den man bekommt heutzutage. Der Druck ist ja heutzutage anders. Aber was mein Link zu Mobbing und so ist, ich stelle mir jetzt vor, wie jetzt sozusagen, wenn jetzt dieses Video jetzt viral geht, dass die Leute, die jetzt in ihren, die Leute, die sie kennen, sie dann mobben dafür, haha, ich habe dein Video gesehen und I think it feels extremely, extremely painful. It feels extremely horrible and God forbid, bitte
bitte, wenn ihr dieses Mädchen kennt, ja, don't laugh about it like that. Das ist, und benutzt das nicht als Grund zum Mobben, weil ich meine, es ist schon schwer aufzuwachsen. Und dass sie überhaupt solche Videos schon macht, das zeigt schon, dass da Sachen fehlt in ihrem Leben. Und ich glaube, wenn jetzt noch so ein Druck darauf kommt, I find it very horrible. Ich will jetzt nicht wie ein Spielverderber klingen, aber versteht ihr mich, was ich meine, wenn sie 11 ist? Als 28, okay, sorry, ich bin 16, als 28-Jähriger ist es ist schon schwierig, solche Sachen zu verdauen, aber das ist dann immer, weil man versteht die Welt anders, man sieht die Welt anders. Ich kann mir einfach vorstellen, wie grausam es sein würde, wenn jetzt so ein Video viral geht und dann niemand für das Video jetzt gesprochen hat, sozusagen, oder für diese Personensituation. Anyways, ich meine, heutzutage ist das Cybermobbing auch noch existiert. Man hat schon die schlimmsten Geschichten daraus gehört, weil bestimmte Videos viral gegangen sind und so, haben sich manche Leute sehr schlimme Sachen angetan. Ich weiß es nicht, ich hatte irgendwie einfach dieses komische, oh, ich will es nicht sagen, Vatergefühl oder Muttergefühl. Ah, no! Ich bin Peter Pan, ich werde nicht alt. Ich weiß es nicht, Leute, weil jeden Job, den ihr in eurem Leben macht, es gibt euch sozusagen einen anderen Sensibilität in bestimmten Bereichen. Zum Beispiel, als ich sehr aktiv als Friseur war, konnte ich bestimmte Haarfarben überhaupt nicht angucken, ohne zu cringen und so weiter. Seitdem ich Social Media mache, ist es so, ich weiß es nicht, ich möchte sagen, ich möchte mehr aufpassen, als auf was ich sage, weil nicht, dass ich mich verstellen möchte, sondern ich habe dann immer Angst, was für simple Aussagen irgendwas bewirken kann. So ein bisschen para, so ein bisschen. Deswegen mache ich nicht so viele Reactions, weil ich habe dann immer Angst, dass ich dann irgendwas sage, was dann im Nachhinein irgendwie, you know what I mean? Und dann gibt's aber auch noch die eine Seite, Mikey, have fun, you know? Like, sometimes life is about comedy and there is the tea. Ja, ja, alles super, you know? Und ich bin immer noch shady bitch, aber ich glaube, manchmal muss man einfach, I don't know, like, was ich sagen möchte, ist, man nimmt halt einen Schritt zurück und guckt noch, ob das jetzt noch wirklich lustig ist. Ich meine, weil manchmal die dunklen Witze sind die lustigsten, you know what I mean? Und so da, wo man eigentlich nicht lachen sollte, da lacht man eher. Und ich bin sehr, sehr davon, einer von diesen Leuten. Aber ich glaube, es ist ziemlich klar, dass man dann eine Grenze ziehen soll, wenn es zum Beispiel Kinder sind. Und dass man sozusagen jüngere Leute in Schutz nehmen soll, weil das ist sozusagen unsere Aufgabe als Erwachsene. You know what I mean. Deswegen wollte ich das so ansprechen, als ich in dieser Schule war und das ist mir nämlich alles so frisch, das war erst im November. I don't know, ich habe so viele kleine Mädels gesehen und auch ein paar kleine Boys, wo ich mir dachte so, oh my god, that was me, you know? Ich war dieses kleine Kind, das Schüchterne in der Ecke war und habe mich nicht getraut irgendwie rauszugehen in der Pause, weil ich hatte Angst, was die anderen Kindern sagen würde und solche Sachen. Und in der Zeit war das die ganze Welt. It's the whole world. Und ich weiß jetzt, dass es nicht die Welt ist, because wenn jemand mich jetzt heutzutage mobbt, I'd be like, you know what, suck your mother. Aber das ist so, das kommt erstmal später mit Erwachsensein. Und ich glaube, ich weiß nicht, Leute, okay? Tut mir leid, ich möchte jetzt nicht Mr. Preacher sein. I'm a shady bitch. I'm not Mr. Preacher. Don't ever call me Mr. Preacher. Es ist ein langer Weg, bevor ich überhaupt ein guter Vorbild sein könnte. Aber ich dachte einfach, es war meine Responsibility, irgendwie hier irgendwas zu sagen für jedes einzelne Mädchen und Junge, der jung ist und der irgendwann mal was auf Social Media gepostet hat, was sozusagen dich in den Arsch beißen kann. Weil ganz ehrlich, Leute, wenn ihr meine alten Facebook-Posts seht, die habe ich schon gelöscht. Obwohl, man kann ja nichts von Facebook löschen. Ey, was für Skandale die ausbringen würde. Ganz ehrlich, wie peinlich manche Sachen, die ich gepostet habe, so wo ich so meine Emo-Phase, so wo ich so Lyrics gepostet habe. Ah! Das Gute ist daran, ich habe das halt auf Facebook gepostet und nicht auf YouTube. Und sagen wir mal, ich hätte YouTube schon früher entdeckt, hätte ich wahrscheinlich so Storytime-Videos in meiner Emo-Phase gemacht und die würden mich irgendwann mal in den Arsch beißen können. I don't know. Ich will jetzt nicht wie ein Spielverderber klingen, people, aber ich wollte es einfach mal nur gesagt haben.
Ich meine, we are all wanting to be entertained and we all love the tea, aber es gibt ja ganz viele Geschichten von Leuten, die viral gegangen sind und deren Leben haben sich komplett verändert und das sind Erwachsene, ne? Es gab mal so ein Bild von so einem chinesischen plastischen Chirurgie-Ding und das war eigentlich ein Modeling-Shoot, wo die Frau sozusagen so alles operiert hat angeblich und die Kinder hatten dann aber noch komplett so Asian Eyes, aber die Frau hatte dann größere Augen. Das, so war die Werbung, aber das hat gar nicht gestimmt. Sie war ein Model und das war ein Shooting und Werbung wollte sagen, man wird es nicht sehen, dass du dein Gesicht gemacht hast, nur bei deinen Kindern. So. Und es war dann halt ziemlich schwierig, weil diese Frau ist dann viral gegangen und viele Leute wussten halt die Hintergrundgeschichte nicht. Und dann gab es auch noch so eine Story darüber, dass ihr Mann sie angezeigt hat, weil sie hässlich ist und gewonnen hat, so angeblich so. Und dann wurden sie immer crazier und diese Frau hat sich dann irgendwie nicht mehr getraut rauszugehen und das war eine erwachsene Frau. Und bevor jetzt dieses kleine Mädchen jetzt viral geht und viele Leute jetzt nicht das bedenken, weil ich meine, ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht so sensibel gegen dieses Thema Mobbing wäre oder so, dann werde ich wahrscheinlich auch erstmal darüber lachen. You know, let's be real people. Aber ich glaube einfach nur, dass es ist so sehr nah an meinem Herz ist, dass ich das ganz schnell sozusagen so interpretiert habe. Ihr versteht, was ich meine. Es gibt Sachen, wo ihr sensibler seid. Ich mache manchmal Witze, wo manche Freunde von mir sagen, Mikey, that's not funny. And I'm like, that's hilarious. Und dann erzählen die mir ihre Geschichten darüber. And I'm like, okay, I get it, girl. Okay, I won't laugh about it. Just a reminder, not a Spielverderber. I don't want to be a Spielverderber. Es ist Weihnachtszeit, ich bin emotional. Ich bin schon so nah, ja, mich bei Tinder wirklich anzumelden, damit ich einen Freund habe. Weil ich mich gerade einsam fühle. Oh yes! Oh Gott! Ich denke mir so, es ist so eine Kuschelwetterzeit. Ich will mit jemandem ins Kino gehen und ich will mit einem Freund kuscheln. Ist es so schlimm, das zu wollen, ha? Is it so, you know, even a bitter person like me is allowed to have dreams? Anyways, I love your people und ich verspreche euch, dass der Grinch in mir irgendwann mal wieder rauskommt und wir shaden wieder. I love y'all. Bye bye.